Krieg mit den Cree. Leur dernier cri, hat eben unser North Bowman gesagt. Das waren gute Worte. Das soll ab jetzt das Motto sein bei jedem unserer Kämpfe. Aber soll le dernier cri, das sollen die letzten Worte unserer Feinde sein, bevor wir sie massakrieren. Ist da, was mein Wunsch ist? Mein Wunschtraum? Dass le dernier cri, der letzte Schrei, der letzte cri ist, den Philipp ausstößt. In dem Augenblick, wo er von... Achso, darf man das machen? Darf man eigentlich feindliche Herrscher, wenn man deren Palast erstürmt? Mit Pikenieren durchbohren, mit Musketenkugeln durchlöchern? Oder ist es ein Kriegsverbrechen? Fremde Diktatoren umzubringen, die einen selber überfallen hat? Ist das... gehört sich das nicht? Ist es irgendwie unhöflich? Also unhöflich ist die Variante, man könnte es auch anders formulieren und sagen, ist das gegen das Völkerrecht? Früher hätte man gesagt, Völkerrecht, was ist das? Kann ich das essen? Und wenn nein, dann spielt das keine Rolle. Heutzutage sieht man manche Dinge anders. Ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, was ihr da meint. Auf YouTube oder jetzt auf Twitch, ob ihr der Meinung seid, es soll beim Erstürmen von Madrid. Und ich wette, es kommt dazu, falls wir den bösen Burschen Philipp dort antreffen, ob er dann zufällig in den Schusswinkel einer unserer Musketenschützen hineinlaufen darf oder nicht. Bin mal gespannt, wie ihr das kommentiert. Also ist Le Dernier Cri sein letzter Cri? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir es rauskriegen. Wir haben weitere Gesandte zur Verfügung. 3 mittlerweile. Autsch. Da sollten wir schon ein bisschen nachdenken. Da denken wir in der Tat drüber nach. Wir haben... hier, wenn wir sofort Suzerän in Rapa Nui. Ist für uns im Augenblick noch nicht interessant. Ich mache mal schnell Durchlauf. Lese euch nicht, da werden wir nie Suzerän, da ist die Schwelle zu hoch. Da ist es sehr unwahrscheinlich und der Bonus ist auch lächerlich. Da ist der Suzerän-Bonus für uns uninteressant. Und das wäre interessanter, Laventa, das können wir später machen. Valletta. Auch nicht so interessant. Amak, auch nicht so interessant. Die religiösen Einheiten wären interessant, wenn wir auf Glaubensproduktion gingen, irgendwann nicht der Suzerän-Status, aber in die Stufe 2 zu kommen. Das könnte spannend sein. Hongkong, wir werden nicht so viele Industriebezirke haben, wir bauen in der Regel nur einen. Mehr Produktion für Stadtprojekte wäre relevant für den Forschungssieg. Da haben wir uns noch nicht festgelegt. Der wird ja mit Stadtprojekten fürnehmlich in der Zukunft vollendet. Ja, da ist wenig dabei, wo ich schreien würde und sagen würde, das müssen wir jetzt sofort haben. Ich würde dabei bleiben, dass wir es erstmal lassen. Der Adelsdistrikte haben wir kaum. Wir haben nur einen Schrein bislang gebaut. Das können wir alles lassen im Moment. Das ist alles im Moment für uns noch uninteressant. Alles noch uninteressant. Wir gehen erstmal raus und gucken weiter. Haben wir eigentlich unsere Armani eingesetzt? Ja, und wo? In Cahokia. Das ist eine Möglichkeit, sie von Cahokia abzuziehen. Aber wozu? Brauchen wir im Augenblick eigentlich nicht. Wir könnten sie woanders hinziehen. Hier ist Cahokia. Na, dann wären wir nicht mehr vorne. Kann niemand eher Sinn, um die ausgehobenen Truppen festzuhalten, aber das sind auch fast nur Krieger. Ich lasse alles, wie es ist. Ich weiß, wir haben im Augenblick kaum einen Vorteil davon, Gesandte einzusetzen. Den einzigen Vorteil, den wir hätten im Moment, das wäre pro Gesandter 1 Gold. Das heißt, alle 3 Gesandte eingesetzt, 3 Gold mehr pro Runde, bei 162 im Plus. Da behalte ich die lieber als Verfügungsmasse. Auf Zeit ist das natürlich Geld irgendwann, aber... habe ich keinen Bock drauf. Finde ich irgendwie überhaupt nicht vom Hocker. Apropos Geld, jetzt sorgen wir erstmal für die besseren Einheiten. Stellen vorher die neue Forschung ein. Schießpulver freigeschaltet. Ich gehe schon mal Richtung Bombarde oder ich gehe mit euch Richtung Kartografie. Das sind die beiden interessantesten Optionen, weil wir mit der Kartografie die Möglichkeit haben, dass wir unsere Siedler eher zu den neuen Standorten hinbringen können, an den Barbarenschiffen vorbei, weil die dann auch über den Ozean navigieren können. Falls wir uns sicher wären, dass wir die Bombarden in Kürze brauchen, wäre das dagegen besser. Wir spekulieren mal und sagen, wir nehmen die Bombarden.
erzeugen nicht sehr viel Salpeter, 2 pro Runde, das ist so lächerlich wenig, 2 Salpeter pro Runde. Haben die Möglichkeit, irgendeinen Salpeter von jemandem zu erhandeln? Ist das möglich? Da wird uns niemand Salpeter geben. Warum haben wir in 3 Teufelsnamen denn nur so wenig Salpeter? Haben wir wirklich nur eine Salpetermine? Das ist ja ein Graus. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz schrecklich. Ah, alles klar. Hier war eine. Gott, man kann das doch nicht mal mehr sehen. Die ist aber nicht in unserem eigenen Gebiet. Und wir können ihn nicht kaufen. Na klasse, toll. Hier oben hatten wir eine, die ist angeschlossen. Hier muss doch noch eine zweite sein. War hier unten nicht nur eine? Nee, das war eine Eisenmine, okay. Es ist wirklich nur eine. Das ist nicht gut, Leute. Hat er... Ja, wir bekommen eine zweite ab Madrid dazu. Und hier oben? Ah, das ist nicht gut. Und wir haben kaum eine Möglichkeit, realistischerweise von der KI Salpeter zu ahnden. Hier ist eine, da könnte man extra eine Stadt gründen. Aber macht das Sinn, Leute? Nur dafür hier hinzugehen und eine Stadt zu gründen? Nee, ne? Das ist echt doof. Links unten ist eine. Ihr habt links unten eine gesehen. Ist hier. Deshalb hatten wir doch auch da gesiedelt. Stimmt, die konnten wir noch nicht holen, weil wir von Barbaren bedroht werden. Das hier ist eine Musketiereinheit, die die Amerikaner ausgehoben haben. Er hier ist ein Barbar. Ihn können wir killen mit dem hier. Vorziehen. Wir können deshalb den Salpeter im Augenblick noch nicht anschließen. 2 Felder aus weit kann der feuern. Der hat, glaube ich, 3 Bewegungspunkte und eine 1er Reichweite. Und ihn ziehen wir hierhin vor. Feuern kann er von da aus noch nicht. Kann er sich eine Beförderung holen? Nein. Kann er angreifen? Ja. Würde dabei fast draufgehen und wahrscheinlich wird der Plänkler ihn danach killen. Das ist blöd. Ihn können wir verbessern zu einem Plänkler. Wir können unseren letzten Okishitaf aufgeben. Das können wir machen. Und wenn dann jetzt 115 Gold, jetzt die Verbesserung. In der Spielphase nutzen die einem fast nichts mehr, die Okishitafs. Das macht einfach keinen Sinn. Ich bin dafür, dass wir den aufgeben. Dadurch, dass wir ihn aufleveln. Und dass wir den hier einfach so abschießen. Wenn wir ihn hier hinsetzen, können wir ihn abschießen. Der Plänkler sollte ihn nicht erwischen können. Er kann nicht über Wald feuern, er kann hier hinziehen und feuern, aber da ist ein Musketier davor mit der Kontrollzone. Das sollte klappen. Das heißt, wir ziehen mit ihm einmal hier hin, feuern von dort aus, machen ihn hier alle. Verbessern ihn erstmal zu einem Plänkler. Gehen hier einmal in Deckung. Mit ihm können wir nächste Runde dann angreifen und schießen. Diese Runde noch nicht. Okay? Hier soll ein Industriegebiet entstehen. Im Augenblick haben wir den Bau von Stadtmauern drin stehen. Industriegebiet können wir auch jetzt schon setzen. Ich sehe uns im Augenblick nicht zwingend die Stadtmauer hier brauchen. Das war, glaube ich, eine Verlegenheitsentscheidung. Wir haben Liang in der Stadt. Wo wir demnächst Fischzuchten mit errichten können. Hier wollten wir die Bonusressource Weizen zerstören und ein Industriegebiet draufsetzen. Danke, das gucke ich mir gleich an mit dem Armbrustschützen, Knitterjack. Ich kann es auch jetzt, dann vergesse ich es nicht. Das ist wahrscheinlich ein guter Tipp. Der hier, der muss hier weg, der geht sonst drauf. Ich löse ihn mal, ich aktiviere ihn mal. Ach nee, das können wir auch jetzt schon.
Den schicken wir einfach bis wohin? Wo ist der fix unterwegs? Wohin zieht der Schneesturm? Wird nicht mehr angezeigt. Das letzte Event wird ja immer angezeigt. Wir können ihn in die Stadt reinziehen und hoffen, dass das gut geht. Gibt es hier einen... Können wir hier irgendwo sehen, wo der Schneesturm langzieht? Er zieht Richtung Nordosten. Dann ziehen wir ihn hier hin. Und da soll er sein Nickerchen machen, seinen Heilschlaf. Okay? Ein Vulkanausbruch hier vorne. Und Babsis, Barbaren hier vorne. Luxi, danke dir. Unser Luxi gibt einen Tipp. In der Stadt sei er zu 100% gegen Sturm geschützt. Nächster Kommentar für Luxi, da riecht direkt runter oder nicht? Fragezeichen. Luxi, wenn ich dich das nächste Mal sehe, wenn ich dich das nächste Mal, oder nehmen, wenn man es anders, sag mal deiner Frau, sie soll dich mal tüchtig in meinem Auftrag durchkitzeln, ja? Ernst, ganz ernsthaft. Liebe Grüße, sie soll dich so richtig, oder der Sohnemann, so richtig durchkitzeln. Dann bist du noch gut bedient, ganz ehrlich. Unfassbar. Unfassbar. Also, die bleiben hier stehen, da haben wir alles geklärt. Hier geht es noch um das Industriegebiet. Und das würde ich sagen, das bauen wir jetzt schon. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Amis uns angreifen, ist denkbar gering. Barbaren sehe ich ja kaum. Das kann man alles machen. Alles lassen. Das heißt, wir platzieren das Industriegebiet jetzt hier. Die Stadt ist im Augenblick noch wichtig für das Bevölkerungswachstum. Wir haben in Bull am See einen Nahrungsüberschuss, der sehr groß ist allerdings. Hier haben wir ein paar dicke Nahrungsfelder. Da können wir hier durchaus ein Industriegebiet hinsetzen. Das ist nicht so schlimm. Das machen wir. Ah, ich wollte die Bonusressource entfernen. Das ist zu spät. Danke für den Hinweis. Habe ich gerade erst gesehen. Stimmt, mit ihm, ne? Jetzt habe ich nicht dran gedacht. Es hätte uns nochmal einen Schub gegeben. Ich habe es vergessen. Habe ich gepennt. Guter Hinweis, kam zu spät oder ich habe ihn zu spät gesehen, weil mir auch ein Delay, eine Zeitverzögerung zwischen dem, was ich mache und dem, wann es im Stream angezeigt wird und ein Delay zurück, wenn ich dann wiederum eure Kommentare sehe, die ihr gepostet habt. Und das ist, kann sein, dass es auch daran lag, weil ich gucke im Augenblick schon öfters in Chat, dass ich das nicht gesehen habe. Also manchmal denkt ihr dann, was macht BB, ist der doof, aber das sind halt diese doppelten Verzögerungen, die auftreten. Ihr könnt aber trotzdem denken, dass ich doof bin. Das stört mich nicht. So, mit dem Katapult geht es weiter Richtung Westen. Handelswegkapazität erhöht durch irgendeinen Bauauftrag, der irgendwo fertig ist, wer weiß auch immer. Treffen des Weltkongresses steht bevor, okay. Mehr Wohnraum in Quell des Wissens nötig. Ja, ist dann halt so. 21 Runden, der nächste Bürger. Nahrungsüberschuss ist sehr gering. Dann können wir auch gleich sagen, wir schichten um. Und falls wir ein reines Nahrungsfeld haben, schichten wir um in ein reines Produktionsfeld. Hier ist komischerweise ein Vorhängeschloss auf einem 3-Gold-Feld. Da muss ich mich, das muss mal irgendwie durch einen Fehlklick dazugekommen sein. Ja, das hat es jetzt maßgeblich gebracht. Bringt immerhin mehr Produktion. Ist okay, kann man machen. Werden die drei Felder von Süße Bälle überhaupt benutzt? Nein, die beiden werden von Süße Bälle nicht benutzt. Das ist sehr spannend. Da können wir hier hingehen und können uns das Feld holen. Einmal schon ein fetteres Nahrungsfeld. Ein Produktionspunkt verloren, drei Nahrung gewonnen. Das Bevölkerungswachstum wird ein bisschen schneller. Wir haben wenig Wohnraum, aber es ginge. Es ging trotzdem. Jetzt müssen wir den Kollegen hier vorne noch killen. Hier haben wir alles gemacht bei den Barbaren, ne? Hier haben wir leider die Ressource zu spät bedient. Die müssen wir abwarten. Die müssen wir töten. Das Barbarencamp aus.
löschen und dann können wir mit dem Handwerker vor und die nächste Salpetermine uns holen. Bevor wir jetzt allerdings in den Kampf gehen, machen wir erst die Upgrades der Einheiten mit den Politikkarten, die wir hier noch haben. Cyril, danke dir. 6. Monat mit Twitch bleiben. Danke, danke, danke. Sehr lieb. Du weißt, was ich sagen möchte, ne? Veteranenstatus. Ab dem 19. ab morgen, wir zeichnen das gerade, wir machen das gerade hier am 18. Juni, ab dem 19. Gibt es für die Ersten, die gleich zu Beginn mit dabei waren, die Möglichkeit, erstmals 7 Monate, sich ein 7 Monats, da gibt es, glaube ich, gar kein Abzeichen, 7 Monate zu abonnieren. Ab dem 19.06. ist das möglich, weil wir am 19.12. begonnen hatten, überhaupt mit der Möglichkeit, das mit Abos zu machen. 19.06. Da kommen wieder die Leute mit den Gründerabzeichen dann. Upgrades. 3-mal die Möglichkeit, sich Salpeter zu holen. Und noch, wir machen erstmal das, einen Schritt nach dem anderen. Jetzt machen wir natürlich die an der Front. Es sei denn, wir würden ihn nicht gekillt bekommen, wenn wir nicht jetzt den Schwertkämpfer einsetzen. Wir haben zum Angriff einen Armbrustschützen hier. Ja, den kriegen wir auch so klein. Das ist ja ein Klacks. Einmal schießen. Das sollte eigentlich klappen. Den Schwächen, ne, ob der das überlebt, weiß ich nicht. Ist ärgerlich. Deshalb hatte ich mir überlegt, zuerst den Speerkämpfer, weil ich das wollte ich verhindern. Es war aufgrund der Anzeige nicht ganz klar, ob es geht oder nicht. Und wenn wir ihn jetzt mit dem hier killen, müssen wir auf ein Feld draufziehen, das in 2er Schussreichweite von Sevilla aus ist. Wenn in Sevilla ein Ammo-Schütze steht, wer auch immer, dann wird er uns beschießen. Andererseits, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das hier bereits der Ammo-Schütze ist, der in Sevilla stand. Entschuldigt. Sevilla. Lass uns mal Paella essen. Lass uns nach Mallorca fahren. Das heißt natürlich Sevilla. Entschuldigt bitte. Deshalb müssen wir wohl oder übel in den sauren Apfel beißen hier vorziehen. Alternative der Schwertkämpfer, der kann das besser. Aber wir würden ja gerne ein paar Musketiere gewinnen. Und das sollten eigentlich die an der Front sein. Oder solche, die schon super Upgrades haben. Das ist ein 2er-Upgrade-Musketier. Der ist nicht ausgeheilt, aber der wäre natürlich extrem gut dafür. Die haben alle noch keine Erfahrung gesammelt. Das können wir machen. Der braucht aber eine Weile, bis er in den Kampf reinkant in Leveln werden andermal auf. Den Leveln werden andermal auf. Was hat er für Vorteile? Mehr Fortbewegung, kampfstärker, trotzdem. Das will ich jetzt durchgezogen haben. Ich will die Musketiere 3 schneller an der Front haben, damit wir Sevilla schnell angreifen können. Bin ich gespannt, was er hier sieht. Heureka. Kann sogar sein, dass es ein Heureka ist, das wir bekommen haben, weil wir mit einem Schwerkämpfer jemand getötet haben. Ich habe es nicht genau im Kopf. Das wäre natürlich dann alles super gut. Dann hätten wir alles richtig gemacht. Weiß einer von euch auswendig, liebe Leute im Chat, ob das Heureka ist für die Militärtaktik, dass man mit einem Schwerkämpfer jemand tötet? Weil wenn, dann hätten wir alles wirklich exakt in der richtigen Reihenfolge gemacht. Liebe Grüße an Andy the Hedgehog für dein Abo. Danke dir, 2. Monat. Lieben Dank, doppelter Dank, danke. Oh Gott, das war ein dreifacher Danke. Ich nehme eins zurück. Sei mir nicht böse. So, den haben wir gekillt. Jetzt gehen wir, operieren wir mit einmal. Upgrade. Musketier, 155 Gold. So viel. Trotz der Politikkarte. Nachlass. Hälfte, Ressourcen die Hälfte, ist trotzdem verdammt viel. Ja, Darren Seal bestätigt, was ich gerade gemutmaßt habe. Das freut mich sehr. Klasse. Dann ein Upgrade zu einem Musketier. Musketier Nummer 1, feuerfrei. Musketier Nummer 2. Jetzt haben wir noch genau 10 Salpeter. Alles schreit danach, wenn wir den Metallguss fertig hätten. Da können wir mit 10 Salpeter, mit der entsprechenden Karte,
die 4 Katapulte zu Bombarden machen. Aber ja, das ist, kriegen wir alles nicht hin. Also wir ziehen das, was wir uns überlegt haben, durch. Nicht immer hin und her springen. Wir holen uns den dritten Musketier. Der steht auf dem Gelände des befreundeten Stadtstaates Candide. Deshalb kann man da befördern. Befördern. Heurika für die Normbauteile. Sehr schön. Dann macht es aber keinen Sinn, jetzt schon die Bombarde durchzuziehen, weil wir nie und nimmer so viel Salpeter haben, dass sich es lohnt, sich die Karten zu holen. Das, selbst wenn wir die zweite Modernisierung uns nachher holen, in 2, in 3 Runden, das dauert alles viel zu lange. Der Musketier in Valencia wäre möglich, ja, das wäre ein besserer, aber der wäre noch verwundet, North Bowman. Deshalb habe ich das nicht gemacht, weil der dauert, das braucht man zu lange, bis der ausgeheilt ist, müssen wir den an die Front ziehen. Kartografie, genau, North Bowman, das machen wir jetzt. Das war ja die Alternativen, damit wir mit dem Siedler besser oben rüberkommen zu den Orten, wo wir Städte gründen wollen. Danach geht es dann weiter Richtung Bombarde. Zeitalterpunkte. Wo stehen wir zeitaltermäßig? Hier. Gut. Wir sind noch ein gutes Stück entfernt vom nächsten Zeitalterwechsel und haben relativ viele Punkte schon. Ja, brauchen wir Nahrung. Mehr ist nicht drin. Mehr können wir auch nicht machen. Wir können Geländefelder kaufen oder einfach 2 Runden abwarten. Dann haben wir hier eine Fischressource. Vielleicht schicken wir da noch den Handwerker hier hin, nachdem er die Salpetermine angeschlossen hat. Die zweite Stadt habe ich zu früh weggeklickt. Entschuldigt bitte. So, und mit dem Krieger. Abwarten. Vorziehen, abwarten. Auch noch abwarten. Das ist ja so ein bisschen ja, wir müssen halt einfach abwarten jetzt. Ihn ziehen wir aber vielleicht etwas zurück. Er wird mir, also ich, wohl müssen wir ihn zurückziehen. Wer soll ihn angreifen? Der kann da auch stehen bleiben und heilen. Ist das hier eine Straße? Nee, ne? Ich ziehe mal ein Feld zurück. Sicher ist sicher. Ist wahrscheinlich nicht nötig, aber wir machen es mal. Der setzt eine Runde aus. Ganz schön eng, ne? Und die Einheit, die in der Stadt drin ist, die Karavelle, das ist eine Nahkampfeinheit. Das heißt, die kann uns nicht beschießen. Das geht nicht. Jetzt wieder die Frage. Wo sind die Barbaren? Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir sowas von überhaupt gar nicht. Das bleibt. Das bleibt die ganze Zeit da vorne und bewegt sich nicht. Die einzige Möglichkeit, hier hinzukommen, ist aber hier oben rum, solange wir die Kartografie nicht haben. Hier unten rum. Na, wir könnten natürlich einmal den Ozean entgegen den Uhrzeigersinn überqueren, aber ist natürlich mäßig sinnvoll. Wir kommen da nicht durch. Wir gehen wieder ein Stück aus der Sichtweite raus. Ein Feld immer nur. Das soll ich machen. Was soll ich tun? Wir kommen nicht weiter. Wir können keine Galeere kaufen, sie wie Scheiche, weil wir keinen Ort haben, wo wir die kaufen können. Gibt's nichts. Es gibt keinen Platz, wo wir die kaufen können. Wir haben nicht küstennah gebaut. Das ist das Problem. Ja, die Siedler werden jetzt ein bisschen seekrank. Das kann passieren, Neid. Ist leider so.
Einmal unten rum. Der hat noch eine Aktion. Was haben wir hier gebaut an Modernisierung? Hier steht ein Mekawab. Wir könnten noch einen Karokia-Hügel bauen für eine Annehmlichkeit. Hier zum Beispiel. Wird uns schon angezeigt. Alternativen. Kaffeeplantage sitzt schon. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Och nein! Nein! Er hat noch gar nicht die Politikkarte reingenommen. Hat das im Chat auch keiner gepostet? Ich habe es nicht gesehen. Rumpfgar, danke dir für das Twitch-Abo. Wir haben die Politikkarte noch nicht reingenommen. Wir haben die Kämpfe durchgeführt ohne Karte. Ich habe keinen gesehen, der es gezockt, der es gepostet hatte. Und selber, ich habe auch nicht dran gedacht. Ich habe nur darüber geredet, dass ich das machen muss. Weitere Upgrades haben wir nicht. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Also, wir haben jetzt keinen Verlust dadurch erlitten. Das mit dem Speerkämpfer, ja, wahrscheinlich hätten wir die Aktion mit dem Speerkämpfer deshalb nicht durchgeführt. Nee, stimmt nicht. Das ist nur Nahkampfstärke. Das hat überhaupt nichts. Hat überhaupt nichts verändert. Also mit der Karte hätte der Armbrustschützer auch nicht besser gekämpft, weil die Karte nur den Nahkampf boostet und nicht den Fernkampf. Und Nahkampfangriffe haben wir keinen einen durchgeführt. Insofern alles egal, alles gut. Jetzt kann man noch eine weitere Joker-Karte reinnehmen und das könnte sein, welche. Und der Einflusspunkte geht immer. Charismatischer Anführer. Jetzt haben wir schon drei Gesandte in petto. Ist aber kein K.O.-Argument, kann man machen. Wirtschaftskarten holt man sich üblicherweise. Bauen wir viele Hafenbezirke im Augenblick? Ich glaube nicht. Bauen wir viele Stadtmauern? Nein. Schießen unsere Stadtmauern oft? Nein. Kampfstärke im Kampf gegen Barbaren? Das könnte im Moment wirklich helfen. Das könnte helfen. Aber wir haben die Karte dann wie lange am Hals? 11 Runden. Brauchen wir 11 Runden lang eine Karte, die uns hilft gegen Barbaren, sprich gegen die hier unten. Weil der andere Kampf, das ist kein Kampf. Da weichen wir nur mit dem Siedler den Feinden aus. Brauchen wir 11 Runden lang für die beiden Einheiten hier eine Barbarenkampfkarte, die andere Plätze wegnimmt. Definitiv nicht. Die Annehmlichkeiten, die können wir immer reinnehmen für Städte mit Garnisonseinheiten. Wirtschaftskarten. Neue Handwerker brauchen wir demnächst. Aber die haben wir im Augenblick nicht im Bau. Dann müsste man die erstmal überall einstellen. Wir haben genug andere Dinge zu tun. Mehr Gold durch alle Handelswege. Das wären in unserem Fall maximal 16 Gold. Das ist das sind zu geringe Boni. Ja? Also Annehmlichkeiten könnte Sinn machen mit der Garnison. Mehr Einflusspunkte lassen wir sein. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall rein. Wie viele Hafenbezirke bauen wir im Augenblick? Gucken, ob das Sinn macht. Keinen? Doch, 3! Die in 4 bis 29 Runden fertig sind. Und der Leuchtturm wäre auch früher fertig. Das könnte man machen. Das betrifft diese 4 kleinen Städtchen, die dann ein bisschen früher fertig wären. Das könnten wir machen. Wie sieht es aus mit Annehmlichkeiten? Falls wir genau bei einer Annehmlichkeitenstufe wären, die hier springen würden. Ja, oh Gott, schaut mal. Wir sind genau auf der Kippe zwischen zufrieden und glücklich in ganz vielen Städten. Dadurch haben wir eine Stufe höher mit ein paar Annehmlichkeiten und schon schon Boni aller Orten. Damit ist die Sache klar. Das heißt, wir gehen hier raus, wir gehen da raus. Wir gehen rein mit der Karte Bedienstete, eine Annehmlichkeit für Städte mit Garnisonseinheit. Und gehen noch rein mit der Kampfkarte und machen das auf diese Weise. Das Feld mit dem Barbarenlager kaufen. Das ist ja weiter gewieft. Wer hat es gerade gepostet? Wer war das gerade? Bert Engel. Sag mal, du bist ja ein Fuchs. Können wir machen für 120 Gold.
Was bringt uns das? Es würde verhindern, dass eine weitere Einheit spawnen würde. Es wird die beiden Einheiten aber nicht dazu bringen, dass sie verschwunden würden. Wir wollen das hier entfernen, zum einen, damit da nicht Einheiten spawnen, zum anderen, damit wir die Salpetermine bauen können. Die Einheit hier steht die ganze Zeit und irrt nicht rum. Das ist sogar zu unserem Vorteil. Wenn wir das Geländefeld aufkommen, das Camp zerstören, wird die Einheit herumirren. Das wäre eventuell sogar ein Nachteil. Wir hätten also den Vorteil, dass dort keine weiteren Einheiten über Zeit spawnen. Die Frage ist nur, ob in den nächsten 2, 3, 4 Runden da überhaupt eine Einheit spawnt. Wir hätten den Nachteil, 120 Gold ausgegeben zu haben und die Schwertkampfeinheit mobiler zu haben. Und wir haben eventuell noch den Nachteil, dass dann, falls eine unserer Einheiten reinzieht, ins Barbarenlager, dadurch bekommt man auch Gold, dann hätten wir auch drauf verzichtet. Also ich würde es eher lassen. Zeitarbeiterpunkte. Bringt das sicher Zeitarbeiterpunkte? Und wenn, wie viele? Weil das habe ich nie genau im Kopf. Was meint ihr? Gibt es sicher Zeitarbeiterpunkte? Ich stoppe mal die Aufzeichnung für die YouTube-Leute. Mit den Twitch-Leuten berate ich mal einen kleinen Moment über das Thema Zeitarbeiterpunkte. Und mir gruselt es ein bisschen davor, weil ich nicht sicher weiß, ob der Tipp, den ich bekomme, der wird definitiv voller Inbrunst und voller Selbstbewusstsein vorgetragen sein. Aber das heißt nicht unbedingt, dass er stimmt. Ich bin mal sehr gespannt, weil gerade die Sache mit den Zeitarbeiterpunkten, da hat sich so viel immer durch die Updates getan. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass dann gut gemeinte Tipps kommen und dass die dann etwas schwächeln. Aber ich gebe euch eine Chance, liebe Twitch-Zuschauer. Zeigt den YouTube-Leuten, was ihr drauf habt. Jetzt.